Beim 7. Austria Foodblog Award stand erstmals wirklich was auf dem Herd, wurde die Kategorie Paradeiser Challenge doch live vor Ort entschieden. Und ansonsten bewiesen, dass Foodblogs weit mehr sind als Rezeptsammlungen im Internet. Das Niveau steigert sich von Jahr zu Jahr. Also wir haben immer professionellere Blogs, nämlich bei den Newcomern schon. Der Blog ist sehr jung, ist ein knappes halbes Jahr alt. Was machst du sonst so? Ich bin im Marketing. Ich habe mit Brot überhaupt nichts zu tun. Es ist ein schlichtes Hobby. Brotbacken, kann man sagen, ist der Trend schlechthin im Moment. Also wir erleben beim Brotbacken das ganz große Revival des Brotes. Und so wurde auch die Kategorie Lieblingsspeisen der Kinder mit einem Brotrezept gewonnen. Kinder lernen, indem sie sehen, was Normalität ist. Und bei uns ist frisches Essen Normalität und dass wir achtsam mit den Sachen umgehen, nichts wegwerfen. Und ich glaube schon, dass das prägt. Und dass eine Bayerin mit einem finnischen Blog die Hauptkategorie gewann, beweist vor allem eines. So verbindet Essen. Man hat wirklich die Trends erkannt, diese Naked Cakes, dann waren diese Cake Pops, das wechselt sich. Naked Cakes, was ist das? Das ist einfach nur der Kuchen zusammengeschichtet. Das heißt, man sieht die einzelnen Schichten sozusagen, er ist nackert, der Kuchen. Das hast du auch nicht gewusst. Ich habe das gewusst, ja. Ich sitze an der Quelle. Haben die richtigen gewonnen? Ja.